Und Alexander Dinger ist mir jetzt zugeschaltet, Weltreporter aus dem Ressort Investigation und Reportage. Hallo Alexander. Hallo Jens. Du hast es vor Ort beobachtet. Geht es in Freiberg wirklich nur um Corona-Maßnahmen oder um das politische System an sich? Ja, also Corona haben wir beobachtet, ist häufig sozusagen ein Auslöser. Viele, mit denen wir gesprochen haben, meinten zu uns, dass sie sich 2015 politisiert haben bei der Flüchtlingskrise und Corona jetzt mehr oder weniger ein Stellvertreter-Symptom darstellt. Kannst du dir denn erklären, wie es zu den teilweise systemfeindlichen Meinungen und Haltungen der Demonstranten gekommen ist? Also das ist letztlich eine Frage, an die wir uns nur annähern konnten. Was wir beobachtet haben, dass ein tiefes Misstrauen von vielen Leuten herrscht gegenüber Medien, gegenüber der Politik, dass ein Stück weit Vertrauen verloren ist. Wir waren bei Demonstranten zu Hause, haben mit denen gesprochen. Und das ist was wir wirklich beobachtet haben, dass Leute, die jahrelang die CDU gewählt haben, die wirtschaftlich erfolgreich sind, die eigentlich objektiv betrachtet ein glückliches Leben führen, auf einmal ein tiefes Misstrauen entwickelt haben gegenüber Medien und Politik. Viele Demos der Impf- und Maßnahmengegner werden ja von rechten Organisationen angemeldet und auch organisiert. In Freiberg auch? Also diese Spaziergänge sind ja nicht angemeldet. Also man organisiert sich über Telegram, über Messenger-Dienste und trifft sich dann an Orten und läuft einfach gemeinsam los. Wo wir jetzt am Montag in Freiberg waren, das waren ungefähr 1000 Menschen, die da durch Freiberg gelaufen sind. Was man sagen kann, dass die Freien Sachsen definitiv Multiplikatoren dieser Proteste sind. Und das wird von vielen Demonstranten auch bereitwillig hingenommen, dass sozusagen Rechte bis Rechtsextreme da als Multiplikatoren dienen, aber jetzt organisieren wäre, denke ich, zu weit gegriffen. Diejenigen, die wir auf den Bildern sehen, in deinem Beitrag, in deinem Bericht, das sind nicht wenige Menschen. Ist das wirklich die Mehrheit oder ist es die laute Minderheit? Auch diese Frage kann man nicht so einfach beantworten. Also man kann sich natürlich Statistiken angucken und dann kann man sich gucken, wie viele sind geimpft, wie viele sind ungeimpft. Da kann man sagen, also die Geimpften, die sind in der Mehrheit, die Ungeimpften sind in der Minderheit. Was mir aber aufgefallen ist, dass viele von denen, die auf die Straße gehen, das ist halt klassisch die Mitte der Gesellschaft. Also ich kann mich da nochmal wiederholen, das sind Menschen, die haben intakte Familien, wir haben uns mit einem getroffen, der hat ein Unternehmen, der ist Landesinnungsmeister bei den Steinmetzen in Sachsen, hat mehrere Angestellte. Also das ist kein Radikaler, aber der hat gebrochen mit Politik und Medien. Und woher dieses Misstrauen sozusagen kommt, ich glaube, das wird so eine Aufgabe in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, das irgendwie wieder zu kitten oder wieder gemeinsam an den Tisch zu kommen. Eine große Herausforderung. Alexander Dinger aus dem Welt-Investigativ-Ressort, ich danke dir für das Gespräch an diesem Morgen. Ja, ciao.